Und fahren hier so mit so einem. Fährt zwar nicht ganz so schnell, aber wir kommen auch so ans Ziel. Ich dachte schon, ich müsste den überfahren. Da war ich eigentlich gerade. Aber ich habe noch nichts untersucht. Ja, das muss Ellie tun. Staff only. Ich bin Staff. Nee, dem stinkt's zu doll, um da reinzugehen. Offenbar. Gut, was haben wir denn da? Nur Zeugs. Nichts Interessantes. Da kann ich auch nichts tun. Ist wieder so eine olle Mauer. Geh mal weg da. Ich fahre mal noch ein bisschen weiter. Weil da vorne komme ich ja eh nicht weiter. Okay, viel Spaß. Ach doch, jetzt geht die Tür auf. Was komme ich nicht? Du willst als Dino-Futter enden. Ich bin ohne Fahrzeug. Das wusstest du noch nicht. Der Mosasaurus besitzt in seinem Gaumen einen zusätzlichen Satz Zähne, der sicherstellt, dass die Beutetiere ihm nicht entkommen können. Nee, das wusste ich noch nicht. Oh, ich habe die Telefone durchgecheckt, aber das System kompiliert noch so 18 bis 20 Minuten. Einige unwichtige Systeme werden deshalb ausfallen. Möchte jemand eine Limo oder sonst was? Was tut er da? Er nimmt die Proben mit. Wow, 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 wow. Im ganzen Park versagen auf einmal die Zäune. Die Systeme schalten sich ab. Alles tot. Zugriff auf Hauptprogrammraster. Du hast das Zauberwort nicht genannt. Sind Sie vielleicht so nett und würden meine Enkelkinder zurückholen? Natürlich. Ich fahre mit ihm mit. Habe ich was berührt? Nein, ganz und gar nicht. Wir haben gestoppt. Hm? Ja. Hast du das gespürt? Das Wasserglas. Es ist einfach leer. Was ist das? Tu das nicht, Junge. Schön kaputt gemacht. Guten Appetit, T-Rex. Da haut er einfach ab. Ach, das ist der Klo-Typ. Wo will denn der so eilig hin? Na, wenn man muss, dann muss man. Ja, das ist wohl wahr. Er kommt. Friss die Kinder, lasst mich in Ruhe. Interessant, wie auch da die Pupille kleiner wird, indem er in das Licht blickt. Haben sie sehr schön auf die Details geachtet. Helen! Gehege des T-Rex. Ach du Scheiße. Was tue ich jetzt? Der Typ bin ich nicht. Ich kann nur die beiden sein. Au. Ich sammle ein bisschen Gold. Wer braucht schon Kinder? Das ist alles verschwunden. Also wir sind eigentlich außerhalb vom Gehege des T-Rex. Und nicht drin. Ach, das ist eine Notiz. Ich muss zuerst das Gebüsch kaputt schneiden. Da kann ich was bauen.
zuerst mit der DNA reden. Kann ich dir behilflich sein? Wende L hoch, L runter, L links und rechts, um einen Rad zu drehen. Ich hab kein Rad. Ist ein Rad ab oder was? Ja, ja. Ich wollte eigentlich nur die Palme kaputt machen. Okay, da komme ich noch nicht durch. Da läuft Regen an meinem Bildschirm runter. Sieht ziemlich cool aus. Muss ich sagen. Da habe ich noch ein bisschen Gold gefunden. Blaues Gold. Saphir oder was weiß ich. Ich weiß immer noch nicht, wie viel was wert ist. Die silbernen 10 und die goldenen 100. Und die blauen dann dementsprechend 1000, nehme ich an. Das ist ein Ellie-Haufen. Also nicht, dass Ellie den produziert hätte. Aber sie ist dafür zuständig. Sie hat einen Scheißjob. Kann man so schön sagen. Okay. Das Ding da hinten. Ist hier noch was? Geld. Das kann ich eben nicht benutzen. Da hinten gibt es noch einen Weg voll Geld. Da hinten gibt es auch noch jede Menge Zeugs. Da ist was. Da kann ich was bauen. Was baue ich denn da? Eine Ziege? Ich habe eine Ziege gebaut. Wo ist die Ziege hin? Sie ist weg. Ich habe eine Ziege gebaut. Das ist mal was Neues. Hä, hey, was machst du so in der Freizeit? Nur Ziegen bauen. Das ist ein angesehenes Hobby. Ja, reich wird man davon nicht. Darum ist es auch nur ein Hobby. Hm, egal. Ich laber nur Scheiße. Auch noch was. Da ist was Lilanes. Oder ist es blau? Ich hab's nicht gerade genug gesehen. Was ist da? Ich bin nicht Ellie. Komm ich da bis zu. Nee. Ii, der Atem stinkt. Okay. Gehen wir mal hier hin. Ich bin auch nicht der Typ. Bist das du? Nee, das bist nicht du, oder? Nee, das bist nicht du. Das ist nicht so ein Bart. Gut, dann muss ich jetzt das zusammenbasteln. Okay, das muss ich kaputt machen, um das Rad zu kriegen. Okay, ich hab's verstanden. Nimm das Rad, Alan. Ich drehe und drehe und drehe. Ich hab das Wasser abgelassen. Kann ich das zusammenbasteln? Ein Generator? Habe ich einen Generator gebaut? Und da komme ich immer noch nicht hin. Drehen. Eine Music Box. Hey, hey, hey. Aus der ein Riesenknochen kommt. Ja, nicht, klar. Und jetzt muss ich da ran. Du, mach schon. Ich muss mehrmals drücken. Bauen. Komm schon. Schnell. Wer weiß, wie lange der T-Rex noch abgelenkt ist.
Okay, das war ein moderner Wagenheber, offenbar. Hilf ihr! Hilf ihr! Komm schon! Und der Junge? Ich hab Lex freigeschaltet. Komm schon, Lex. Warte, das da hinten, was das nicht du? Nee, das war Ellie. Nein, du bist nicht Ellie. Wo ist dein Bruder, Mädchen? Manche Charaktere, wie zum Beispiel Lex, können so laut rein, dass Lego kriegt. Was zur Hölle? Sie hat lauthals geschrien. Und der demoliert jetzt das Auto. Ian, mach keine Scheiße mit deinem riesen Taschenrechner. Ja, ein Kind ist ja schon da. Muss ich nicht noch den Typen retten? Sollte ich eigentlich. Lex, wo ist dein Bruder? Wie muss ich den da rausholen? Komm schon, zieh. Muss ich drehen? Umgekehrt. Warte mal. Warte mal kurz. Drücken? Ja, drücken, 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 drücken. Komm schon. Ich kann auch noch steuern, das ist ziemlich cool. Komm schon. Den Typ da rausholen. Da ist er. Hilf ihm doch. Er steht einfach nur da rum. Das ist das Klo. Was baust du dir jetzt da? Ja, super, ne, war das Klopapier. Hallo. Eine Klobürste. Guten Appetit. Ja, ja, putz ihm noch schnell die Zähne. Wenn ich der Typ wäre, würde ich hier nicht vertrauen mit so einem Ding. Halt die Klappe, Mädel. Jetzt müssen wir den Zaun. Ja, hat voll aufs Bild gespuckt. Nein. Au. Das tat weh. Ja, das meine ich. Tim! Timmy! Junge, du musst da runter. Es ist verdammt hoch. Okay, Checkpoint. Ich hab kein Rad ab. Es sind nur Knochen. Der Typ bin ich nicht. Das weiß ich. Ich hab nur die Kinder. Muss ich mich beeilen? Nee, wahrscheinlich nicht. Obwohl die Musik ziemlich dramatisch ist. Ich kann Linus boxen. Der ist nur K.O. Nee, der ist tot. Nein, er ist eigentlich gar nicht tot. Wie schaffst du es, ein einzelner Junge bloß so in Gefahr zu geraten? Okay, hier ist das Gebiet ziemlich klein. Ich
mache jetzt hier alles mal kaputt und dann speichere ich mal, damit mein Geld gespeichert bleibt. Damit du wieder nicht rein, hast du Angst. Schaffen wir mal. Da ist das Rad. Ach, das ist ein Schweinchen. Will ich dem Schweinchen helfen? Will ich dem Schweinchen helfen? Bitte. Bitte hilf dem Schwein. Ja. Pass auf dich auf, Schweinchen. Bitte sehr. Kann ich da speichern? Kann ich das kaputt machen? Okay. Gut. Dann nehmen wir das Rad mit. Ja, du musst mir nicht einmal anzeigen, wo ich das hinpacken soll. Das sehe ich doch. Du darfst drehen. Du darfst. Kommt wieder Wasser raus. Und ich kann einen Dino bauen. Toll. Was nicht ganz logisch ist. Oder ich baue irgendwas anderes. Aus Dino-Knochen. Du brauchst zwei Charaktere, um wippen zu können. Drück B. Und dann so, okay. Kann ich dir behilflich sein? Okay, für A. Du bist nicht wirklich agil. Okay. Bist du agil? Ja, sie ist agil, weil sie ist eine Frau. Irgendwie sind Frauen in diesem Spiel agiler. Mit Hilfe einer Firma willkommen. Sie hat einen Baseball? Offenbar. Okay, das wusste ich nicht. Ich habe eine Leiter gebaut für den Typen. Kommst du da hoch? Tim! Ich komm jetzt rauf! Ja, komm. Ich brauch dich nämlich kurz. Schwingen und... So. Kommt sie mit? Okay. Mädchen? Gut. Du sollst den Ball dahin werfen. Das sieht ziemlich riskant aus. Ganz vorsichtig. Gut, dann kommt hinterher. Er springt einfach rüber. Komm, Alan, ich brauch dich kurz. Kaputt, dann können wir wieder was bauen. Mit Telefonhörern aus Weiß. Das finde ich cool, dass sie da so verschiedene Dinge. Nein, ich möchte noch nicht da hoch. Und das ist der Junge, der da hin muss. Oder? So, nur für die Münzen eigentlich bin ich da hoch. Schwingen. Wow. Vorsichtig. Wo ist A? Ellie, warte. Lass die Erwachsenen vorgehen. Ellie, sag ich hier schon. Lexi, meine ich. Kannst du einen Wandsprung machen? Nur sie kann das. Ich möchte da schießen. Ach, da kann der andere Typ hoch. Geh hoch. Jetzt muss ich wechseln, sonst komme ich da nicht hoch. Das ist ziemlich kacke. So.
Ich brauche wieder sie. Jetzt kann der Typ rauskommen. Alles okay? Ich hab mich übergeben. Das macht doch nichts. Gib mir deine Hand. Ja, das ist schon ziemlich... Du stinkst nach Kotze, Junge. Das Wichtigste beim Klettern ist, niemals nach unten zu sehen. Okay. Niemals nach unten. Oh, okay. Los! Ja, sie klettern nicht, sie springen runter. Quasi. Und da kommt das Auto. Sie sind ins Auto reingebaut worden. Sehr gut. Jetzt hocken wir wieder im Auto. Tja, dafür hängst du nicht mehr im Baum. Sieht mehr aus wie ein Zug als wie ein Auto.